Herzlich willkommen zur Vorstellung meines neuen Buches. Mein Name ist Michael Sterner. Ich bin Energieexperte an der OTH Regensburg. Warum habe ich dieses Buch geschrieben? Ich habe über Jahre, Jahrzehnte wertvolles Wissen gesammelt und das möchte ich weitergeben an dich. Ich habe darin hauptsächlich Lösungen beschrieben, nicht nur Probleme, weil es geht ganz klar um Lösungen und viele Menschen wissen noch nicht, was für Lösungen wir alles haben. Ja. Die Klimakrise ist mit die größte Krise der Menschheit, die beschäftigt uns immens. Die Energiekrise, in der wir jetzt momentan sind, beschäftigt auch wahnsinnig viele. Die Frage, wie wir heizen, wenn Öl und Gas nicht mehr da sind. Woher kommt unser Strom zukünftig, wenn wir die Atomkraft und die Kohle abschalten? Wie bewegen wir uns fort? Hat der Verbrenner eine Zukunft oder ist alles elektrisch? Und ich nehme dich an der Hand und zeige dir in 12 Kapiteln und 8 Wänden, wie wir erneuerbaren Strom, vorwiegend aus Wind und Sonne, wie dieser erneuerbare Strom das fossile Feuer in unseren Heizungen, in unseren Autos ersetzt, wie Wind- und Solarenergie durch Netze, Speicher und Wasserstoff grundlastfähig werden, bezahlbar werden und vor allem auch eine sichere Stromversorgung gewährleisten. Und nicht nur für den Strom, sondern auch in der Wärmeversorgung, in der Mobilität, vom Flugzeug bis zum Traktor und in der Industrie, von der Stahlherstellung bis zur Glasindustrie. Dann beantworte ich auch die Frage, wie wir die Land- und Forstwirtschaftlich nachhaltig gestalten und letztlich, wie die große Transformation über all diese Bereiche kostenoptimal gelingt. Da haben wir tolle Ergebnisse. Und letztendlich auch die große Frage, wie wir das alles in Politik und Gesellschaft umsetzen können. Und dabei ist gerade die Teilhabe der Bevölkerung der Schlüssel zur Akzeptanz. Ja, und all das Wissen, das haben wir, aber warum setzen wir es nicht um? Diese psychologische Frage beantworte ich im abschließenden Kapitel der Bewusstseinswende. Da gehe ich nochmal detailliert darauf ein, warum das so ist, welche Rolle die Medien spielen, welche Rolle unser Verhalten spielt. Und zudem widerlege ich zu Beginn auch viele Mythen der Energiewende, dass mit Wind- und Solarenergie Blackouts gibt, dass wir keine Speicher haben, dass so viele Vögel sterben und der Infraschall gesundheitsschädlich ist bei der Windkraft oder bei der Solarenergie oder dass Holz nicht CO2-neutral sei. All das widerlege ich. Und die Theorie runde ich stets mit dem eigenen praktischen Beispiel ab. Und all das in einfacher Sprache, ohne Grafiken und ganz praktisch. Weil ich bin nicht nur in der Wissenschaft zu Hause, vor dem Abitur habe ich ganz was Praktisches gelernt, im Elektrohandwerk was Gescheites gelernt, wie man bei uns in Bayern sagt. Und ja, ich baue alles selbst zusammen, was ich mache. Meine Solaranlage, den Speicher, die Elektromobilität und ja, all das theoretische Wissen, was ich gesammelt habe, die Praxiserfahrung, das gebe ich dir jetzt gebündelt in diesem Buch weiter. Und ich bin mir sicher, es wird dir dienen zur Orientierung, aber auch zur Einordnung von Argumente und letztendlich zum Argumentieren, egal wo du bist. Aber vor allem auch zum Handeln und zum Umsetzen. Weil Klimaschutz und Energiewende umzusetzen, das passiert bei jedem Einzelnen ganz konkret. Und darüber sollten wir nicht nur reden, sondern das umsetzen. Und da braucht man wirklich jeden und jede Einzelne, damit dieser Klimaplan gelingt. Ich habe jetzt seit 25 Jahren Wissen und Erfahrung mit erneuerbaren Energien und Energiewende gesammelt. 25 Jahre gebündeltes Energiewissen. Diesen Schatz, den gebe ich jetzt in deine Hände. Und ich bin mir sicher, er wird dir unendlich nützlich sein. Und du wirst erheblich davon profitieren und deinen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leisten. Und dafür danke ich dir von Herzen. Du bist der Wandel, den wir brauchen.